Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video. Frühlingsgefühle mit Schnee, wunderbar. Aber Frühlingsgefühle soll der erste vollelektrische Dacia wecken. Ob er das kann, das werden wir dann heute einfach mal klären, wenn ihr dran bleibt. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann ist jetzt dafür Zeit, das Ganze gerne auch eben mit einem Like das zu honorieren und vor allem lasst uns diskutieren in der Kommentarbox. Und jetzt schauen wir uns den Dacia Spring einmal im Detail an. Viel Spaß! Es ist schon eine kleine Revolution für die rumänische Marke Dacia, die nun endlich ihr erstes Elektroauto präsentieren darf und kann. Der Wagen basiert auf dem chinesischen Modell Renault KZE, so rum heißt er, und wird in Wuhan gebaut, ist 3,73 Meter lang, damit 12 cm länger als der Renault Twingo Electric, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Das Video findet ihr unten in der Beschreibung. Es ist ein klassisches kleines Offroad angehauchtes Fahrzeug. Wir sehen, er ist sehr hoch, hat eine hohe Bodenfreiheit von 150 mm. Natürlich dem auch geschuldet, dass wir hier eine Antriebsbatterie haben mit 27,4 Kilowattstunden. Der Wagen ist ein Frontlader, das heißt die Ladeklappe ist vorne im Kühlergrill drinnen. Das Design orientiert sich so ein bisschen an der typischen Dacia-Markenoptik, die auch der Sandero mit sich führt. Am Heck dann eher klassisch. Wir fahren hier übrigens das Carsharing-Modell, das es bei uns so nicht gibt, ein sogenanntes Business-Modell. Sehr cleanes Heck, Griffmulde eher gering, wenn man sieht. Da kann man schon, wenn man dickere Finger hat, sich vielleicht auch ein wenig einklemmen. Die Entriegelung des Kofferraums findet dann über den Knopf statt. Und wir haben dann auch noch eine Rückfahrkamera am Logo untergebracht. Sehr schön, diese kleinen Designelemente, die wir hier noch haben. Da steht dann auch noch schön Electric drauf. Nicht lackierte Außentürgriffe und nicht lackierte Außenspiegelkappen. Bei uns gibt es den Dacia Spring in zwei Varianten, einfach Komfort und Komfort Plus. In der Komfort Plus Variante haben wir dann nette Annehmlichkeiten wie unter anderem ein Navigationssystem drinnen, Rückfahrkamera und auch Einparkhilfe im Fond. Jetzt schauen wir aber, würde ich sagen, gleich in den Innenraum und in den Kofferraum, wie sich es da drinnen so verhält mit den Platzverhältnissen. Die Kofferraumklappe öffnet natürlich manuell. Mit meinen 1,78 passe ich gerade so drunter. Also, wir haben eine schöne kleine Stoßleiste hier. Das ist auch gut, nicht lackiert. Das heißt also da, wenn da ein Kratzer reinkommt, ist nicht so schlimm. 300 Liter ist dieses Kofferraumvolumen. Und wir sehen jetzt hier einfach mal zwei Taschen, Rucksack, Ladekabel hier unten drunter. Da geht schon ein bisschen was rein. Das reicht auch. Die Rückbank ist einteilig umlegbar und hat dann ein Gesamtfassungsvermögen der Dacia Spring von 1100 Litern. Und ich würde sagen, ich mache hier zu. Es regnet nicht, sondern es schneit mir zu sehr. Und dann schauen wir in den Innenraum.
Der Zustieg erfolgt über einen großen Türausschnitt, aber dann, okay. Ich bin 1,78 und sehr breit, das muss man natürlich sagen. Meine Knie stoßen schön an der Vorderlehne an. Ja, Ellbogenfreiheit ist hier auch nicht wirklich gegeben, aber eine sehr niedrige Gürtellinie. Zum Fenster rausgucken muss ich den Kopf etwas nach unten beugen. Ansonsten hier ein Haltegriff, dafür schon mal ein Lob, denn Haltegriffe werden ja gerne mal eingespart, auch in deutlich teureren Fahrzeugen. Wir haben eine Kopfstütze, die ausreichend weit nach außen oder nach ausziehbar ist. Ablagemöglichkeiten, dafür gibt es dann hier riesige, ja, etwas wabbelige Netzchen. Da passt aber alles Mögliche rein. Wunderbar. Türtaschen gibt es nämlich nicht hier drinnen. Es gibt aber auch keine Lademöglichkeit für ein Smartphone oder eine 12-Volt-Buchse hier hinten. Dafür aber zwei ISOFIX-Anschlüsse für Kindersitze an den Außenpositionen. So viel zum Thema Sicherheit für Kinder und Kinderunterbringung. Jetzt schauen wir aber nach vorne in die erste Reihe. Vorne sitzt es sich etwas erhöht. Der Sitz ist nicht einstellbar in der Höhe, genauso wie das Lenkrad nicht verstellbar ist in Höhe oder Tiefe. Das heißt also, hier muss man sich wirklich in Längsrichtung einfach austoben hinter dem Lenkrad. Die Kopfstütze ist in die Lehne integriert. Die ist aber ausreichend hoch und auch Kopffreiheit ist hier kein Problem. Das Lenkrad, vier Speichen, kennen wir so auch aus den Dacia Sandero Modellen oder Dacia Duster Modellen. Wir haben hier auf der linken Seite im Normalfall auch eben die Bedienung für den Tempomaten. Hier gibt es sogar noch einen Sprachbedienungsknopf, aber das war es dann auch schon. Lautstärkeregulierungen gibt es hier zum Beispiel nicht fürs Audiosystem. Dann haben wir hier ein Kombi-Instrument, was so ein bisschen teildigitalisiert ist. Auf der linken Seite das Eco-Meter oder das Power-Meter, sage ich mal. Oben natürlich, wir sehen die grünen, das ist im Eco-Bereich, wo wir genügend Energie rausnehmen. Power, wenn wir Vollgas geben. Charge, es gibt keine Rekuperation hier bei dem Fahrzeug, lediglich ausrollen oder aber Rekuperation über das Bremspedal. Auf der rechten Seite sehen wir dann den Akkustand und die Gangwahlstufe. Wir haben jetzt 84% Akku und 146 Kilometer Reichweite. Als der Akku voll war bei Abfahrt, waren es knapp über 200 Kilometer Reichweite. In der Mitte haben wir dann das bekannte Media-NAV-System, hat einen DAB-Anschluss, hat ein Navi-Möglichkeit, die Rückfahrkamera ist ebenfalls gekoppelt und wer einen Dacia kennt, der kennt auch dieses System zu Genüge, wie ich finde. Es ist auch völlig ausreichend, es ist hoch positioniert, auch die Lüftungsaustritte sind gut. Darunter haben wir dann die Bedienung für die Fensterheber hier, relativ simpel, Zentralverriegelung. Warnblinkanlage und die Eco-Taste. Damit wird dann nochmal die Leistung des Motors reduziert, der eh schon relativ wenig Leistung hat, aber dazu kommen wir dann gleich. Eine manuelle Klimaanlage mit den ganz normalen Drehreglern, die sind gut bedienbar, kennt auch jeder zu Genüge, der schon mal ein recht einfaches Fahrzeug bewegt hat. Darunter haben wir dann die Betätigung des Traktionskontrolle, die wir ausschalten könnten. Meiner Meinung nach sollte man das nicht machen, weil die schmalen Reifen sind eh schon ein wenig überfordert. Dann haben wir hier den Tempopiloten, den wir ausschalten können, Blindschalter und hier ist noch ein 12-Volt-Anschluss, aber dafür großes Ablagefach hier vor dem Automatikhebel. Da gibt es nämlich die Besonderheit, es gibt hier kein P wie Parken, sondern wir stellen den einfach auf N ab und muss die manuelle Handbremse anziehen. Dann haben wir noch ein großes Handschuhfach, da passt alles Mögliche rein, Papiere, wie wir hier sehen, und eine Türtafel, wo auch noch ein bisschen was reingeht. Also Ablagen, da können wir uns zumindest in der ersten Reihe nicht beschweren. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zur Probefahrt. Als Antrieb verwendet Dacia hier einen 33 kW in Anführungszeichen starken Elektromotor, der 125 Newtonmeter maximales Drehmoment leistet und die 27,4 Kilowattstunden Batterie soll laut WLTP für eine Gesamtreichweite von 230 Kilometern im kombinierten Zyklus gut sein. Wie wir gesehen haben, also rund 200 Kilometer könnten realistisch sein unter normalen Bedingungen. Das Laden übernimmt optional einen CCS-Anschluss, aber nur für die Komfort-Plus-Variante gegen 600 Euro Aufpreis. Und dann können wir mit 30 kW maximal laden und das somit von 0 bis 80% in etwa einer Stunde. Ansonsten lädt der Dacia Spring auch nur einphasig mit maximal 6,6 kW an einer Wallbox und dann sind es rund 5 Stunden, bis der Wagen wieder voll ist.
Unterwegs macht der Wagen aber durchaus einen eher guten Eindruck. Ich finde die 33 kW jetzt nicht als zu schwächlich. Wahrscheinlich in Verbindung eben mit dem recht leichten Gewicht von knapp über 1000 Kilo. Wir haben aber auch nur eine sehr geringe Zuladung von 255 Kilo, das sei erwähnt. Das ist nämlich nicht viel für so ein Fahrzeug. Zwei Personen plus ein bisschen Gepäck und dann sind wir eigentlich schon drüber. Und auf der Landstraße, ja, es ist ein straffes Fahrwerk. Man hört hier drinnen recht viel, also es ist hellhörig. Die Abrollgeräusche hört man recht laut, Windgeräusche auch deutlich, aber dafür kaum Antriebsgeräusche. Das ist wiederum ganz vorteilhaft. So ein Thema, wir haben hier auch noch so einen Einwischer nur, der immer mal wieder aber hier ins Sichtfeld so ein bisschen reinwischt, wenn man das sieht. Also ja, ich komme mir da so ein bisschen vor, wie ich bin BMW C1 Roller gefahren, da war das auch nicht anders. Aber gut, das Kombi-Instrument ist während der Fahrt wunderbar ablesbar. Wir haben große Zahl der Geschwindigkeitsanzeige hier in der Mitte. Lediglich die Akkuanzeige, wie viel Prozent wir haben, die ist etwas gering. Und die, naja, gut, die Balken für die Akkustandsanzeige sind jetzt ja auch nicht so aussagekräftig über die Reichweite. Der Dacia Spring ist das günstigste Elektroauto in Deutschland und kostet 20.790 Euro in der Basisvariante. Die Komfortvariante liegt dann drüber, hat dann aber auch das Navigationssystem drinnen und kostet nach Abzug der Umweltprämie 13.120 Euro. Dacia schafft es somit weiterhin das günstigste Fahrzeug im Elektrosegment diesmal auch auf die Räder zu bringen und auf den Markt vor allem auch. Der Wagen wird jetzt sicherlich im Privatkundenbereich vielleicht nicht so viele Kunden finden, sondern eher im Großkundenbereich. Gerade Pizzalieferdienste oder Altenpflegeservice werden so ein Auto auf alle Fälle suchen und auch kaufen. Ich persönlich würde den eher so 2.500-3.000 Euro teureren Renault Twingo vermutlich nehmen. Die Platzverhältnisse sind nicht deutlich geringer. Er macht aber mehr Fahrspaß und sorgt halt einfach in der Stadt vielleicht nochmal für ein bisschen mehr Wendigkeit als der Dacia und einfach auch ein mehr Hochwertigkeit. Schreibt mir aber jetzt mal unten in die Kommentare, für welches Elektroauto ihr euch entscheiden würdet hier im, sage ich jetzt mal, günstigen Preissegment. Und habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, jetzt nochmal die Abo-Taste drücken und die Abo-Glocke. Vielen Dank an Bernd Konrad von Autonotizen für Frieren und Filmen mit mir zusammen. Tschüss und Servus, euer Ubi.